Hallo zusammen, ich habe hier eine Tiefkühltruhe von Liebherr, nicht mehr hergestellt in Österreich. Das Gehäuse ist, ich sag mal, Dünnblech ist der richtige Ausdruck. Es ist zwar hier verstärkt, was früher geschäumt war. Der Kompressor ist ein Embraco. Früher war mal Italien. Da hier ist der Kompressor, ein Brushless-Motor mit der elektronischen Steuerung. Und hier hinten das Tippenschild, ihr seht, das ist eine EFL 4655 und hergestellt ist diese Truhe in Malaysia. Das Kabel hier ist sicher nicht den Stand, den wir mal hatten, ist mal zusammengebunden, made in Malaysia. Der Thermostat wird hier einmal eingestellt und sonst habe ich keine Möglichkeit zum Regulieren. Und hier vorne am Boden unten habe ich diese Temperaturanzeige. In der Mitte habe ich ein Schloss und so sieht die Truhe von innen her aus. Mit zwei Körben, also relativ hohe Körbe und hier ein einzelner. Mit dem Bodenablauf unten. Und der Rest ist etwa identisch, was ist eine breite Zierliste. Warum steht jetzt diese Kühltruhe hier? Wir setzen hier in dieses Dünnblech einen Digitalthermostaten ein und hier einen 12 Volt sprich 24 Volt Kompressor. Und jetzt muss ich euch was zeigen. Das ist eine Einstechzange. Hier kann man ins Rohr einstechen. Und das ist ein modernes technisches Wunderwerk. Hier kann ich ein Feuer machen. Hier kann ich auf diesen Stutzen gehen und hier einstechen. Und das Feuerzeug hier hinhalten. Ihr seht, das Feuer brennt. Das soll es gewesen sein. Das Kältemittel, was hier drin ist, brennt. Kann nochmal anzünden. Aber sonst wird es hier schon ziemlich warm und auch im Gesicht. Das ist brennbares Kältemittel. Ich wünsche euch einen schönen Tag.